Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Heute mal kein Gaming-Video, sondern ein Infovideo. Worum geht es heute? Livestreams, kommende Videoprojekte, Anno 1800, Gewinnspiel bzw. Verlosung und natürlich der große Dank an euch nochmal an 300 Abonnenten. Es ist unfassbar, mittlerweile schon 325. Das heißt, wir gehen in recht großen Schritten auf die 400 zu. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Fangen wir an, einfach mit dem Dank nochmal an 325 Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr alle da seid und mich so unterstützt in der Community. Auf Instagram sind wir auch schon über 300, auf Discord sind viele Leute dabei, mit denen wir oft quatschen können, die mir auch mal Ratschläge geben. Es ist einfach Wahnsinn, wie der Kanal wächst. Ich finde das richtig, richtig geil. Mir macht es nach wie vor richtig viel Spaß. Und ja, mittlerweile stecke ich auch wirklich viel Zeit in dieses Hobby, was es ja nach wie vor ist, auf jeden Fall. Und mich freut es natürlich auch in den Livestreams, wenn da immer viele Leute dabei sind, mit denen man quatscht. Dann lernt man neue Leute kennen. Das ist einfach das, was ich an diesem Hobby so liebe und weswegen ich das einfach weiter verfolgen möchte. Und mir bleibt eigentlich gar nichts anderes zu sagen, als wie es schon im 200-Abonnenten-Special war. Das läuft im Hintergrund. Ich weiß nicht, vielleicht die einen oder anderen werden sich angeguckt haben. Großer Dank an alle, die mich unterstützt haben, an die Community, an alle Freunde, die dabei sind. Ganz besonders natürlich weiterhin auch an Marvin, der immer da ist, der mir hilft und so, mit dem ich oft Livestreams mache und so, mit dem man viel quatschen kann. Ja, einfach der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an alle, die da draußen mich so unterstützen. Ihr seid eine Wahnsinns-Community. Dieses Mal wird es leider kein Video geben. Dazu hat mir die Zeit gefehlt. Also klar, dieses Video jetzt, aber ansonsten kein besonderes Special-Video. Dafür gibt es eine Verlosung. Und zwar könnt ihr ein Gaming-Pack von Osli gewinnen. Tastatur, Maus, Mauspad und Headset. Richtig geile Sache. Gerne an der Verlosung teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Beschreibung auf jeden Fall. Was müsst ihr dafür tun, um dieses wunderbare Ding hier zu gewinnen? Dieses Pack. Ihr müsst mir, beziehungsweise wenn ihr das andere alles erfüllt, was in der Beschreibung steht, also mir erstmal müsst ihr mir auf Instagram und YouTube folgen, Teil der Community sein, das ist erstmal das ganz Wichtigste. Dann schickt ihr mir bitte eine Instagram-Direktnachricht mit dem Betreff Verlosung 300. Ganz wichtig, denn danach, wenn ihr das getan habt, seid ihr so dabei, dann bekommt ihr die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen, was alles so dazugehört. Wenn ihr die akzeptiert, schreibt ihr mir das bitte auch per Direkt. Und dann geht es darum, dass ihr mir einen kurzen Text schickt auf Instagram, warum ihr denn meinen Kanal oder meine Kanäle verfolgt, was findet ihr toll an mir, was feiert ihr an mir und ja, warum seid ihr dabei, warum seid ihr Teil meiner Community, was mögt ihr an mir, an meinem Kanal. Gerne einen schönen Text schreiben, der Gewinner wird am Ende auch veröffentlicht und ich denke, für das Gaming Pack ist das eine ordentliche Aufgabe, die könnt ihr erledigen und wenn ihr das getan habt, gibt es dann am Ende die Auslosung und dem Gewinner schicke ich dieses Gaming Pack zu. Ganz wichtig, ihr müsst in Deutschland wohnhaft sein und mindestens 14 Jahre alt sein, das sage ich jetzt einfach nochmal dazu, aber es steht auch alles in den Teilnahmebedingungen, die ihr euch bitte einmal durchlest, man kennt es natürlich, und dann wie gesagt akzeptiert. Das so viel erstmal zum Gewinnspiel, ich hoffe natürlich, ihr macht zahlreich mit und ich wünsche allen Teilnehmern natürlich viel Glück dabei. Was kann ich dazu noch sagen? Und zwar möchte ich natürlich nur die nehmen, die auch wirklich einen vernünftigen Kommentar geschrieben haben. Das heißt, wenn ihr jetzt schreibt, ja, du bist cool und ja, ich feiere deinen Kanal, werde ich nicht so durchgehen lassen. Also es sollten schon ein paar mehr Zeilen sein, dass ihr dann wirklich am Ende in der Verlosung seid. Dann natürlich momentan ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil auf meinem Kanal sind Livestreams. Und ich möchte mal ein bisschen nochmal was sagen. Ich sage das zwar in den Videos auch oft, aber jetzt vielleicht nochmal für alle, die jetzt so dabei sind. Die Videos sind ja im Moment ein bisschen rar. Liegt einfach daran, dass ich gerade zwar viel Zeit habe, gerade abends so, um Livestreams zu machen. Und da fallen natürlich die Videos so ein bisschen runter.
ich versuche trotzdem eine Regelmäßigkeit darin zu haben, dass City Skylines und Transport Fever auf jeden Fall weiterhin regelmäßig kommen. City Skylines und Transport Fever wird auch bald beides abgeschlossen sein. Dann gibt es auch Anno 1800 und das wird auf jeden Fall noch regelmäßiger kommen als diese beiden Projekte jetzt. Dazu erzähle ich aber gleich nochmal was. Aber zurück zu den Livestreams. Wir haben jetzt GTA, ETS, Rocket League, ein bisschen Formel 1 kam jetzt auch schon als Spiele, als Livestreams. Und ich muss sagen, früher habe ich gedacht, nee, Livestreams, nee, das ist nicht so meins. Ich mache lieber Videos. Mittlerweile muss ich sagen, ja, Videos machen mir auch Spaß, aber die Livestreams, weil sie so gut bei euch ankommen, wenn wir 10 oder 12 Zuschauer haben, das ist einfach der absolute Wahnsinn, liebe Leute. Seid weiter aktiv, das macht mir unheimlich viel Spaß, mit euch im Kontakt zu sein, mit euch auch auf Discord dann zu quatschen in diesen Streams, eure Fragen zu beantworten im Chat. Diese Kommunikation, die ist einfach absolut geil und das ist eben das, was die Livestreams so von den Videos abhebt. Und ja, deswegen mache ich da eben im Moment so viel Livestreams, deswegen ein bisschen weniger Videos. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und seid mir nicht böse, wenn ihr halt nur wegen City Skylines oder Transport Fever auf meinem Kanal seid. Tut mir leid, aber wie gesagt, die Livestreams machen mir im Moment mehr Spaß. Da habe ich richtig Bock drauf, mit euch abends immer nochmal eine Runde zu zocken und so. Und ich versuche das mit den Livestreams auch weiter durchzuziehen. Ich hoffe, dass das jetzt auch weiterhin geht. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub, jetzt muss ich wieder arbeiten. Mal gucken, wie ich das da dann weiter durchziehen kann. Wenn ich abends wenig Zeit habe, mittags möchte ich jetzt, oder nachmittags, so 16, 17, 18 Uhr, möchte ich jetzt noch keine Livestreams machen. Eher dann weiterhin so gegen 20, 21 Uhr, dann vielleicht auch mal nur eine Stunde oder so. Müssen wir einfach mal gucken, wie das so läuft. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir irgendwie da einen Mittelweg finden, dass die Leute, die die Videos sehen und die die Livestreams gerne sehen oder die die beide sehen wollen, alle zufrieden sind, weil ich möchte natürlich euch auf diesem Kanal auch was bieten. Und das nicht nur den Leuten, die jetzt wegen GTA da sind, sondern allen Leuten, weil ihr seid alle gleich. Ihr seid alle richtig cool, dass ihr in der Community beigetreten seid. Und deswegen möchte ich euch halt eigentlich allen gerecht werden. Ist nicht immer möglich. Ich weiß, tut mir auch leid, aber so viel Zeit habe ich halt leider auch nicht. Sicherlich wird sich dann der eine oder andere auch fragen, was ist denn mit deiner Grafikkarte, die schon ewig in den Livestreams immer angekündigt wird. Dafür könnt ihr ja auch spenden. Was ist damit? Wann kommt denn mal was Neues? Wann können wir eine neue Grafikkarte erwarten? Dazu kann ich sagen, ich weiß es nicht. Geplant war eine, dass ich die jetzt schon so um diese Zeit jetzt hier bekomme oder habe. Dann kamen allerdings die neuen Nvidia-Karten. Und ja, da möchte ich einfach noch warten, weil ich möchte gerne eine neue haben. Eine 3070 oder so wahrscheinlich, 3080, mal gucken. Und ja, die sind eben, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, noch nicht verfügbar oder wenn verfügbar für solche Unsummen, das gebe ich dafür nicht aus und das möchte ich auch nicht unterstützen. Ja, deswegen müssen wir da gezwungenermaßen leider noch ziemlich lange drauf warten. Ich schätze, dass es nicht vor dem neuen Jahr ist. Also ich schätze eher Januar, Februar, vielleicht später, keine Ahnung. Müssen wir einfach mal gucken. Ich hoffe, dass es dann was wird und dass wir dann mit der Grafikkarte gut durchstarten können. Im Moment, es geht ja noch. Ich merke zwar die Leistung, oha, manchmal 100% Auslastung und so. Dann kackt auch schon mal ein Spiel ab, weil eben 4 GB Grafikspeicher ist nicht so das Beste, aber was will man machen? Ich möchte mir jetzt auch nicht eine alte Grafikkarte kaufen. Klar, würde wahrscheinlich reichen für mich, aber für fast den gleichen Preis möchte ich eben jetzt die neue dann auch haben. Von daher warten wir da auf jeden Fall noch drauf und starten dann hoffentlich dann irgendwann im neuen Jahr mit der neuen Grafikkarte. Mal gucken, was dann gerade für Spiele kommen, mit denen wir das testen können. Man weiß es nicht. Dann werde ich euch jetzt noch mal ganz kurz was zu den kommenden Videoprojekten sagen. Ich hatte es eben ja schon mal angekündigt, Anno 1800 kommt. Da kommt gleich noch ein etwas größerer Block zu. Ja, das werde ich gleich noch mal ausführlicher erklären. Aber was ist sonst so? Wie gesagt, Transport Fever läuft jetzt demnächst aus. Da wird jetzt nicht mehr allzu viel zu kommen. City Skylines sollte ja auch gar nicht so lange gehen. Da wird auch noch ein bisschen was zu kommen, aber auch nicht mehr so krass viel. Dann hätten wir quasi keine Projekte mehr. Anno startet, ja. Aber neben Anno kommt noch was anderes. Mal gucken, wann er erscheint. Ich habe jetzt aus der einen Ecke schon gehört, der LS-Kontrakt-Simulator erscheint vor Weihnachten. Ob das stimmt, keine Ahnung. Offizielle Angaben findet man nicht. Man findet generell sehr wenig über das Spiel. Ich habe es nur jetzt mittlerweile schon von 2, 3 Leuten gehört. Ich bin da noch sehr vorsichtig, ob das wirklich klappt oder wie lange das noch dauert. Und
wenn City Skylines dann wirklich abgeschlossen ist, wird Transport Fever auch irgendwann wieder anlaufen mit einer neuen Map, nämlich mit Asien. Das möchte ich mir unbedingt noch anschauen, weil es neu im Spiel, habe ich mir noch nicht angeschaut, mit Inseln und so. Würde ich gerne reinschauen und mal gucken, was da dann noch so geht. Da werden wir dann auch ein Projekt zu machen, gucken, ob es lang geht oder nicht so lange. Da gucken wir einfach mal. Und dann steht ja noch was aus. Planet Zoo steht aus. Ob wir damit weitermachen, kann ich euch noch nicht sagen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, aber es ist halt auch ein Spiel, das Unmengen an Zeit frisst. Und deswegen habe ich das leider auch abbrechen müssen. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür gefunden. Ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwann nochmal weitermachen oder vielleicht auch Streams. Keine Ahnung, kann ich euch so genau gar nicht sagen. Und mehr ist leider im Moment nicht geplant. Mehr Spiele habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Mal gucken, Formel 1, klar, das kommt dann ab und zu mal, wenn ich die Zeit finde, Training eine Stunde, dann Qualifying, das Rennen, ist auch immer sehr viel Zeit, was das Ganze in Anspruch nimmt, deswegen das auch nur nach Möglichkeit, wie ich das habe. Das einzige regelmäßige, was jetzt wirklich geplant ist, ist leider nur Anno 1800. Wenn ihr ein geiles Spiel habt, das Genre ist egal, das könnt ihr mir gerne schreiben, dann gucke ich mir das an, ob man da vielleicht was zu machen kann. Oder dazu Livestream macht, schreibt es mir einfach gerne, worauf ihr Bock hättet. Dann können wir gerne überlegen, ob wir das machen oder ob ich das überhaupt machen möchte, ob mir das Spiel zusagt. Wie gesagt, im Moment habe ich wirklich Platz dann. Und ja, da können wir gerne was Gemeinsames machen. Ich hatte eigentlich auch überlegt, GTA mal Multiplayer als Videos zu bringen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich LP mit Kev kennen und Dena, die ja viel GTA auch gemacht haben oder die Losers und so. Ich hatte mir überlegt, ob man vielleicht in diese Richtung mal so ein paar Videos macht, weil ich fand das früher einfach immer richtig geil, diese Videos. Ich finde sie auch heute noch geil. Ich gucke mir das teilweise auch noch an. Deswegen vielleicht finden wir eine Möglichkeit, da was zusammen zu machen. Mal im Multiplayer vielleicht ein paar Escape Rooms oder Verstecken oder so. Das finde ich richtig geil, das in GTA zu machen. Und ich finde, da eignen sich Videos eigentlich ganz gut zu. Livestreams eignen sich eher für andere Sachen gut in GTA. Deswegen gucken wir auch da mal, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, das irgendwie so dann durchzubringen. So, jetzt füge ich nochmal eine ganz wichtige Sache hinzu, denn mir ist aufgefallen auf dem Discord, da wir jetzt wachsen, das ist mir klar gewesen, aber es gibt auf dem Discord auch Regeln. Wahrscheinlich werden es jetzt gar nicht so viele von denen sehen, die es betrifft. Die meisten benehmen sich super, mit denen kann man viel Spaß haben, aber es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen in Streams oder auch außerhalb von Streams, einfach nur beim Labern. Es gibt auf Discord einen zum Labern-Channel oder verschiedenste Channel, auf den könnt ihr euch auch so treffen, wenn ich nicht da bin. Sehr gerne einfach reinschauen, dann könnt ihr da mit Leuten aus der Community quatschen oder auch wenn ich da bin. Dass es einfach ausufert und die Regeln nicht mehr ganz so eingehalten werden. Dazu möchte ich nochmal sagen, lest euch die Regeln durch und haltet ihr euch nicht an die Regeln, dann werdet ihr auch gekickt oder schlimmstenfalls gebannt, dann seid ihr leider raus, denn gewisse Leute, was die da von sich geben und wie die sich da aufführen, das möchte ich einfach in meiner Community nicht haben und das werde ich auch durchsetzen. Das sehen hoffentlich alle genauso. Wir wollen alle viel Spaß zusammen haben, wollen vernünftig miteinander reden und wir wollen keine Leute haben, die da beleidigen, die da nur Scheiße machen, die nur rumschreien wollen, die nur Stress machen wollen, die es gar nicht interessiert, die Community nicht interessiert, die sich nicht für mich interessieren, sondern die einfach nur da sind, weil sie Scheiße machen wollen. Das wollen wir nicht, das möchte ich nicht, das sage ich ganz klar und dann ist die Folge ein Bann. Und ja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, dass es da nicht zu irgendwelchen Missverständnissen oder so kommt, warum jetzt bestimmte Personen dann gebannt werden. Kann auch ohne Vorwarnung sein, wenn mir jetzt irgendwas Gravierendes auffällt und was mir nicht passt, was ich nicht gut heiße, dann könnt ihr auch einfach so gebannt werden. In den meisten Fällen werde ich euch aber vorwarnen, ihr werdet eine Verwarnung bekommen und so. Und dann ist das hoffentlich auch gut, aber wie gesagt, ich wollte es einfach nochmal ansprechen. Ja, Anno 1800, das Land der Löwen, erscheint am 22. Oktober. Und das bedeutet auch, das ist dann der neue Startschuss für ein neues Anno 1800 Projekt. Und das ist etwas, da freue ich mich sehr drauf. Ihr seht im Hintergrund ja den Trailer laufen zu diesem wunderbaren DLC und ich muss sagen, er flasht mich echt. Es sieht fantastisch aus. Ich bin echt gespannt, wie das zu spielen ist. Es bringt viele Neuerungen nochmal mit. Es ist das größte DLC für Anno 1800 und
ja, es ist einfach fantastisch und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Wir werden auf jeden Fall ein relativ großes Projekt, denke ich, dazu starten. Wir haben ja Anno 1800 schon einmal gespielt im Rahmen eines Let's Plays und das ist eben dann sozusagen die zweite Staffel. Und da gucken wir einfach mal, wie weit uns das bringt. Ich denke schon, dass wir da wahrscheinlich wieder an die 100 Folgen machen werden, aber Anno 1800 ist ein so geiles Spiel, das hat es einfach verdient, da so viel Zeit reinzustecken und für mich ist es ja auch eines der besten Spiele. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe früher schon immer Anno gespielt und nach wie vor ist die Anno-Reihe eine meiner absoluten Favorites, was sowas angeht. Da kommt auch kein Cities Skylines oder sonst was dran. Kann man vielleicht schlecht vergleichen, ist aber dann nochmal um Welten länger und deswegen möchte ich da einfach ein ganz tolles, langes Projekt draus machen. Vielleicht wird es auch mal den einen oder anderen Stream geben, das weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, was ist denn eigentlich mit dem Anno History oder Anno die Geschichte? Was ist damit? Das hat doch der Kevin schon so lange angekündigt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, so setzen soll. Ich wollte ja da mal so auf die Geschichte von Anno gucken. Womit hat es angefangen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was gab es für Teile? Wollte in alle mal reinspielen, aber mir fehlt so ein bisschen das Konzept, wie ich das machen soll. Ganz einfach wäre jetzt natürlich, ich würde mit dem ersten Teil, ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, anfangen, würde den spielen, würde zwei, drei Videos hochladen, was dazu erzählen, würde den nächsten machen, den nächsten. Das ist aber nicht der Anspruch, den ich an dieses Projekt gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne dann auch so ein bisschen das gegenübergestellt und das eine angeguckt, dann das nächste angeguckt. So, aber wie genau ich das umsetzen kann mit den technischen Möglichkeiten und so, mit der Zeit, die ich habe, das weiß ich eben leider nicht und deswegen kann ich euch da noch kein genaues Startdatum sagen. Ich weiß, es war mal für dieses Jahr angekündigt. Das wird aber sicherlich nichts werden. Das wird vielleicht im nächsten Jahr was, weiß ich nicht, wie viel Zeit ich dann da finden werde, ob wir es dann mal in Angriff nehmen werden. Ich weiß es leider nicht. Tut mir leid für die, die das gerne gesehen hätten, aber Anno 1800 kommt. Das ist schon mal die beruhigende Nachricht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr zahlreich mit am Start seid, weil, wie gesagt, Anno 1800, damit ist mein Kanal gewachsen. Das ist auch das erfolgreichste Video auf meinem Kanal, ist ein Anno-Video. Ein Anno 1800 Video hat, glaube ich, knapp 2000 Aufrufe oder so. Also der absolute Wahnsinn. Und ja, mich würde es einfach freuen, wenn ihr auch zahlreich dort erscheinen werdet. Was ich noch nicht genau weiß, eventuell kommt noch mal ein ganz kurzes Video, wo ich auf den Trailer eingehe. Das weiß ich aber noch nicht. Ihr habt ihn jetzt schon einmal gesehen. Aber vielleicht werde ich ihn auch trotzdem noch mal so in einem Video hochladen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Am 22. Oktober erscheint dieses DLC. Auch mit dem Season Pass 2. Das habe ich mir alles schon gekauft. Besitze ich also alles schon. Und dann gucken wir mal, dass wir dann zeitnah auch mit dem Projekt anfangen werden. Ja, und das bedeutet dann ja auch, das habe ich ja vorhin schon einmal angesprochen, dass dann eben Cities Skylines auch ausläuft zu dieser Zeit dann und Transport Fever, der erste Staffel jetzt auch. Dass dann da aber dann irgendwann die zweite Staffel mit Asien beginnt. Dann haben wir erstmal zwei Projekte, wobei das wahrscheinlich gar nicht so viel werden wird zu Transport Fever in Asien. Und nicht ganz so regelmäßig, weil wir eben schon viel gesehen haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestalten. Aber Anno 1800 wird regelmäßig kommen. Zeitpunkt weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wieder 15 Uhr, vielleicht 16 Uhr. Muss ich einfach mal schauen. Ich möchte da auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit versuchen reinzubekommen. Mehr als das jetzt bei den Projekten ist. Um eben euch da draußen auch entgegenzukommen und viele Leute zu erreichen, weil das ist durch eine Regelmäßigkeit natürlich viel besser möglich, als wenn ich jetzt mal Montag, dann vielleicht den nächsten Sonntag erst wieder oder so. Das möchte ich einfach vermeiden und ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme, ja, und wir dann ein richtig geiles Projekt daraus starten können. Das war's mit diesem Video, mit diesem Informationsvideo. Viele Infos für euch, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich auch mal so ein Infovideo mache, wo alle Infos drin sind und das nicht immer alles in den Videos erzähle, in den Gaming-Videos, weil manche Leute gucken eben Cities Skylines nicht. Dafür nur Transport Fever und dann vergesse ich vielleicht doch mal die eine oder andere Sache. Kann passieren, deswegen finde ich die Idee jetzt von einem Infovideo gar nicht so schlecht. Verpackt mit der Verlosung. Ich hoffe, ihr nehmt dran teil. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ein Kommentar würde mich freuen. Ich bin raus. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye bye.